Schade. Ich habe gedacht, wir könnten es jetzt mal beenden. Und dann, er wollte gerade irgendwas laden und dann kommt, das ist auch gut. Na, jetzt komm her. Irgendwas Leder. Das war jetzt witzig. Oh, oh. Big Boss! Yay, du Tier! My work is done. What are you talking about? V for victory! Rocket, peace! Oh! Was? Tja, da haben wir ihn. Kaz, I found Zadordov. I had to kill him. Ach, jetzt tot. Toll. So much for a fugitive. Something's not right here. I'm thinking he had a friend. Someone inside MSF. Huh? What's going on? It's Zeke. It's moving. What? There's somebody inside. I can see them. Snake, get up here. Pronto. Oh-oh. Irgendjemand will uns an die Gurgel. Und sie, er hat sie genommen. Scheiße. Vielleicht hätte man doch nicht bauen sollen. Weil wir haben einen atomaren Sprengkopf drauf gebaut. Wir schlauen Leute. Aber wer könnte es sein? Cecile? Strangelove? Oder vielleicht irgendjemand, den wir noch gar nicht hier gesehen haben, dass er da ist. Ach du Scheiße. Unsere eigene Kreation. Was? Boss. Huh? Get down from there before you hurt somebody. Maybe I want to hurt somebody. What's going on? She's not herself. Oh, I am myself all right. My true self. Metal Gear Sieg, laufige alte Kriegsmaschine, bemannt. Paz? Hast du Drogen genommen? Shut that thing down. I can't. The controls aren't responding. Then how's it moving? I made some modifications. This machine was meant to have a human pilot. Und wieso bist du nackig? Also fast. Modifications. Paz, what are you? Never thought I'd be into machines. Then Zadornov's escape was a diversion. Paz, what are you doing? I'm taking it back. Taking it back? Where? To our leaders. To Cypher. Hm? Cypher. This weapon is Cypher's creation. Nein, Paz, unsere. Get down from there. Do not call me that. I am Pacifica Ocean. Them all to me. My entire life has but one purpose: to carry out Cypher's plan. The nasty tobacco, the angel of peace crap, the whole thing with a dream routine. I am through with all of it. Paz, you can't. I told you not to call me that. It makes me want to puke. Everything has gone exactly as planned. Now the real Peace Walker project is finally about to reach its goal. Real Project. Also ist Paz die ganze Zeit die Verräterin gewesen. Once upon a time, there were two young men who idolized a hero called the Boss. One day, they suddenly lost the point of origin. This Cypher, that was like a mother to them. Unable to come to terms with their sorrow, they each decided to carry on the will of their hero. But they could not agree on what that meant. In the end, they became bitter enemies, and the zero from which they both started was split into two. And you have been on the wrong path ever since. There is no happily ever after waiting for you in the end.
Unless you obey the will of Cypher. Where does an army without borders call home? A state without borders, of course. A world without borders. A world without borders. The Cold War order is about to collapse. The age of electronic intelligence is about to begin. The NSA, CSS, NRO, DIA, etc., etc. The intelligence community that has long bickered amongst itself will be united in a world governed by electrons. Cypher will gather all information, watching over the world and guiding the will of its people, all while they remain blissfully unaware. There will be no one to oppose them. For the first time, the world will be ruled by a single will. Until the new order is in place, you and your army will be the force that protects it. You will be Cypher's deterrent, pulling the wool over the eyes of the old order with your charisma and military prowess. Accept our offer, and we will allow you to retain control of MSF and Zeke. That's an offer. The boss threw down her gun, and with it, her life's call. You, her disciple, have never been able to do that. You are too afraid to let go. I was made to fight. I am a gun. Is that so? Then what do you call this? Is it a gun too? You are a lousy liar. Admit it. This thing is a monstrosity, a product of your own fear. But not Cypher. Cypher thought of something different. Cypher's going to control guns. Control guns? That is right. Not deter, control. It is the ultimate approach to the illusion of peace. Control power. You're gonna be disappointed. Then we are done. We are done. Thank you for playing. Better luck next time. The offer is received. And now the ultimatum. Zeke is already in nuclear strike mode. I'm taking the weapon you built and using it to launch a nuclear strike on the east coast of the United States. You're insane. What are you after? But wait. Here is your consolation prize. We are about to show the world just how dangerous a gang of outlaws, an army without borders, can be. You and your men will become pariahs, and you will be wiped off the face of the earth. Rather than heroes, you will be seen as a well-armed extremist cult prone to indiscriminate outbursts of nuclear aggression. You will give rise to a new world order, an age of deterrence defined by a sphere of extremist cult influence. Do you like the picture I am painting? Big Boss. When all is said and done, peace is nothing but a fantasy. A game is a game. You either win or you lose. All you can do is fight. Stop me if you can. The peace sign is the V of victory. Say, peace. Boah, ich hasse dieses kleine Mädel. Und ich habe jetzt mal eine kleine Frage. Ist die Rede die ganze Zeit von Cypher? Könnten das die Ursprünge der Patriots sein? Sie wollen Kontrolle. Und das sind die Patriots. Die Patriots haben die Kontrolle in der Zukunft. Scheiße. Wir können es und wir machen es. Beim nächsten Mal. Ey. Also, ganz ehrlich, ich hätte mit Cecile und mit Strangelove und vielleicht auch mit Amanda gerechnet. Ja. Aber mit Paz? Never. Never. Weil Cecile hat nicht so einen großen Auftakt gehabt. Vielleicht war sie ja in Wirklichkeit eine Spionin. Das hätte ich mir jetzt wirklich gedacht. Kampf gegen Sieg. Paz hat die Kontrolle über Metal Gear Sieg übernommen. Halten Sie sie davon ab, die Atomrakete zu starten und holen Sie Sieg zurück. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wird jetzt das Finale, das wirkliche Finale von der Hauptstory, weil was sollte sonst noch kommen? Ich guck nochmal, ob wir wirklich auch alles haben, was wir brauchen, um unsere eigene Kreation zu zerstören. Und die Mother Base zu retten. Los geht's. Vielleicht Cypher, Patriots? Kann sein.
Das machen wir jetzt auch. Okay. Hä? Gesungen von Paz, japanische Stimme in Nana Mitsuki. Ah, cool. Von der japanischen Paz-Stimme hier. Ja, mach ich doch schon. Guck mal. Greif doch schon an. Okay. Danke. Coole Musik. Ist von der japanischen Synchronstimme von Paz gemacht worden. Das Lied. Finde ich cool. So, das war der erste Strich schon mal. Vielleicht war es doch nicht so gut, die Railgun zu installieren. Aber wer hätte damit rechnen können? Scheiße. Nein, ich möchte reden. Ich möchte mit meinen Leuten hier reden. Wer hätte damit rechnen können? Niemand. Ja, keine Ahnung. Die da? Aua. Mache ich, warte. Das hier? So. Okay. Okay, warte, warte, warte. So. Und jetzt? Oh, oh. Oh! Ich habe gerade andere Probleme. Upsa. So, und jetzt? Ich kapiere das nicht. Ja. Warte, vielleicht jetzt. So. Jawohl, jetzt hat's geklappt. Ja. Tja, Heimspielpass. Heimspiel, sage ich dazu. Pech gehabt, du blöde Kuh. Niemand greift unser Zuhause an. Ach so. Oh, ach so. Ich hab gedacht, es sei auch ein... Ey! Die... Ja. Toll! Es greift unsere Plattform an. Warte mal. Was mache ich denn? Angreifen, ne? Okay. Komm schon. Das schaffen wir. Ja, dann komm her. Bleib nicht da hinten. Feige Sau. Unsere Schuld. Wer ist denn hier die Verräterin? Du Miststück. Wir haben mit dir Sex gehabt. Sorry, aber ist so. Ist mir jetzt egal. Ich bin sauer auf die. Geht es auch so? Jawohl. Upsa. So. Scheiß auf Sieg. Die Sicherheit der Welt steht auf dem Spiel mal wieder. Und auch von uns. Weil wenn wir die Atomrakete von hier starten, sind wir die Gejagten. Dann wird uns aber wirklich jeder hassen. Jetzt lass bitte meine MSF in Ruhe. Toll. So viel dazu. Darauf habe ich gewartet. Danke. Wo, wo, wo? Da. Jetzt wissen wir auch, wie das funktioniert, ne? Finde ich cool. Bleib weg. Ja. Wir haben es aber gleich. Gleiche Sieg down. Und sie haut mal wieder ab. Oh, doch nicht. Hi. Nö. Bin ich dagegen. Au. Okay, komm schon. Nein. Du triffst ja nicht mal. Jetzt wollte ich dich sogar hochheben, aber nö. Bist du da? Tschüss, Pass. Stirb, Verräterin, stirb!
Kampf gegen Sieg. Einsatz beendet. Puh. Okay, es war nicht so schwer wie Peace Walker, aber es war total unerwartet. It is no use. Sieg is out of my control. This is where it ends. Listen to me, Big Boss. As long as your army is needed, the world will never know true peace. The peace you know will be fleeting, elusive. They will use you, disgrace you, and then finally discard you like they were a cancer to society. This is the path you have chosen. Tja. Sie stirbt lieber. Pass. Wir hatten keine andere Wahl. Entweder sie oder wir. Esran, yay! Who would have thought that little girl was working against us? Oh, tell me about it. She had everybody fooled, me included. Can't believe I didn't pick up on anything. Snake, there's no point in beating yourself up over the past. But hey, maybe you should put in some practice against Zeke in case this sort of thing ever happens again. In any case, I need to go talk to Dr. Strangelove. Zeke still isn't ready. Yui! Wie wär's, wenn wir einfach das Projekt Sieg begraben, damit sowas überhaupt nie wieder passieren kann? How's it going? How's Zeke look? The attitude control AI had a backup, so it should be able to walk. Really? That's good. Beyond that, it's up to the creator. Stop! Don't come any closer, Doctor. There's something I've been meaning to ask you. Do you despise me? Doctor, are you asking me out? No. Not at all. No. Pity. Because I've just had my heart broken by someone else. What? I only like those who can stand on their own. If you fancy me, then come walk with me. Who knows what miracles might happen? Love is blind after all. Take your time. I'll be waiting. Oh. Er läuft. Schön. Liebe macht blind. In der Tat. Snake. Ja. Cool. That name Paz mentioned at the end, Cypher, it's a code. It means empty. It also means zero. A world of electronic intelligence built on codes, and at the center of it all, a zero. Major Zero? Kaz. Look, boss. I owe you an apology.
Hear me out, okay? Sure. I knew Puss and the Professor. I knew who they really were all along. Cuz... I used them. I suppose you were the one that brought them to Columbia in the first place, huh? Guilty as charged. Puss wasn't just CIA, you know. She was working for the KGB, too. And for this Cypher group. In other words, she was a triple agent. You knew all of this? Wait, let me finish. Listen. MSF never would have gotten this big if it weren't for them. This mercenary business we've built. Someday it's gonna be a new driving force in the world economy. Is that your goal all along? The Cold War's not gonna last forever. Sooner or later, it's gonna give way to an era of regional conflicts and terrorism. A paradigm shift from counter-communism to counter-terrorism. In the new age, armies won't be tied to states, and war will become a business. We'll be a valuable commodity. There'll be clients all over the world who need our services. MSF is only the beginning. What we're creating here is a revolution in itself. Am I right? Cuz, it's not going to be that easy. What do you mean? This whole Peacewalker thing has left our mark on the history of the old order. We've put ourselves on the radar of intelligence agencies and governments east and west. The whole world probably knows about us now. Including that Cypher outfit. We've let ourselves interfere with the times, with the Cold War system of deterrence. We're an army without a flag. We weren't supposed to take sides in international affairs, but we did. I see your point. So what happens to us now? We'll be hunted. Not everybody's gonna be happy with us, huh? You're damn right. We upset the global military balance of power. And these people would rather our army without borders not exist at all? They're gonna come knocking real soon. There's no turning back now. We're a wrench in the old system of deterrence. As long as the times refuse to change, we're gonna make a hell of a racket. Then who are we gonna fight? The establishment. Anybody who tries to restore the old balance wants to snuff us out of existence. Which establishment? It won't be a particular country or ideology that hunts us. Who then? We are going to be fighting the biggest beast of all. The Times. 10 years ago, the Times rejected the Boss and killed her. And now, we are the ones being tested. Will the Times erase us? Or work with us? It's gonna be a lonely battle. No good or evil. No winners or losers. Business will have to wait. The question we have to ask ourselves now is, can we survive long enough to see the 21st century? I'm with you, Boss. We'll see how it turns out, together. Tja, er hat nicht so ganz Unrecht. Durch das ganze Theater mit dem Peacewalker-Projekt haben mir die CIA, die KGB und auch noch diese Cypher-Truppe auf die MSF gehetzt. Und die werden es bestimmt nicht leicht haben, irgendwie dieses Gemetzel zu überleben. Ich weiß nicht, was bei Ground Zeroes und The Phantom Pain passiert. Ich weiß nur, dass es Verluste geben wird. Mehr möchte ich nicht sagen. Tja, da sehen wir nochmal die Timeline. Da wird Huey Vater. Wir wissen jetzt inzwischen, wer die Mutter ist. Nämlich vermutlich Strangelove. Die andere Liebe. Ich weiß nicht, ich habe es so verstanden, als wäre Paz ihre Liebe gewesen.
irgendwie habe ich so gerade das Gefühl, weil sie war sehr, naja. 1995, Big Boss löst den Aufstand von Outer Heaven aus. Metal Gear 1. ...2005, Miller wird tot in seiner Wohnung aufgefunden, ermordet durch einen unbekannten Angreifer. Liquid. 2005 war der Shadow Moses Vorfall. Das muss Liquid gewesen sein, also ist es doch Master Miller gewesen. Die ganze Zeit über war er es. Kazuhira Miller. Okay, das war's jetzt wirklich mit Heaven... mit Heaven's Divide, ja, ich liebe den Song, sorry. Mit Metal Gear Solid Peace Walker. Ich tue jetzt hier einen Stempel draufhauen, weil wir können nicht das ganze Spiel durchspielen. Es ist unmöglich, das in ein Let's Play reinzuhauen. Das würde den Bogen sehr weit überspannen. Und wir haben die Main Story hinter uns und um die ging es mir die ganze Zeit über. Ich hätte das Projekt schon früher abgebrochen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es noch ein fünftes Kapitel gibt. Sagen wir es mal so. Okay. Wir haben ein offenes Ende. Wir werden, die Mother Base und die MSF werden gejagt. Wie es mit ihnen weitergeht, wissen wir nicht. Wir werden es frühestens ab dem 20. März in Metal Gear Solid Ground Zeroes herausfinden. Und was es mit Cypher auf sich hat, das wissen wir nicht. Wir haben nur ganz jetzt kurz am Ende was von denen erfahren. Cypher, könnten die Vorgänger von den Patriots sein? Was mich aber ein bisschen irritiert, Zero. Was meint Snake mit Zero? Wir kennen eine Person, die heißt Major Zero. Nämlich von Snake Eater, aber ich glaube nicht, dass die damit gemeint ist, weil weswegen sollte Major Zero plötzlich anfangen, hier eine Gruppe auf uns zu hetzen? Ich meine, wir waren die besten Kumpels, denke ich jetzt mal. Also wir haben uns gut verstanden, hoffe ich jetzt mal. Wir waren gemeinsame Kämpfer im Operation Snake Eater, also von daher... Wir wissen es nicht. Als nächstes kommt natürlich Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Da werden wir dann einen Schlussstrich mit der originalen Hauptstory machen, denn es war damals geplant als Finale der Metal Gear Solid Saga. Ich weiß auf jeden Fall Folgendes. Wir werden wieder Solid Snake spielen. Wir werden viele Bekannte treffen, habe ich mir sagen lassen. Wir werden das Finale der Metal Gear Solid Serie spielen. Auch wenn es jetzt einen fünften Teil gibt, Metal Gear Solid 4 ist das Spiel, was einen Schlussstrich in die ganze Timeline setzt, weil 2014 spielt dieses Spiel. Und es geht auf jeden Fall sehr viel emotionaler vor, als es bei den anderen Teilen jemals war. Ich habe mich nicht spoilern lassen, ich habe es noch nicht gespielt. Wir werden uns wirklich da überraschen lassen, was da auf uns zukommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Tja, wir haben eigentlich schon das ganze Metal Gear Solid-Universum jetzt hinter uns gebracht. Jetzt auch noch mit Peace Walker. Metal Gear 2 ist in Produktion. Ich weiß nicht, ob ich es inzwischen veröffentlicht habe. Ich nehme ja immer von vorab auf, das wisst ihr ja. Ja, dann kommt Metal Gear Solid 4. Portable Ops haben ja gesagt, gehört nicht so in die Timeline. Das lassen wir mal hinten angestellt. Metal Gear Acid und Metal Gear Acid 2, keine Ahnung. Und dann folgt ja eigentlich nur noch Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes und Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und Rising haben wir ja ebenfalls schon. Also es spitzt sich so langsam echt zu. Wir werden hier die ganze Story durchhauen. Vielleicht sind wir bis 2015 damit fertig, je nachdem wann Phantom Pain rauskommt. Auf jeden Fall Peace Walker, ein tolles Spiel. Es hat noch viele Möglichkeiten. Wir haben das Co-Ops jetzt tatsächlich doch mal durchgekriegt. Es gibt noch Versus Ops. Das haben wir jetzt leider nicht mehr geschafft, aber das holen wir mal in Metal Gear Solid 5 nach, weil es ist die Rede, dass dort ein Metal Gear Online gebaut wird gerade für das Spiel. Das könnte man ja gerne mal machen. So als Nebenprojekt mal ein Online-Multiplayer-Ding. Auf jeden Fall, ja, Peace Walker, ein PSP-Spiel mit geiler Grafik jetzt noch gegen Ende. Habt ihr das gesehen? Normale, richtige Zwischensequenzen. Sie haben mir wirklich richtig gut gefallen. Auch diese Comic-Sequenzen haben mir wunderbar gefallen. Die haben mir wirklich gefallen. Und, ja, nachdem jetzt das mit Zadurnov und Pars jetzt noch passiert ist,
hat sich die Story wirklich noch richtig nach oben gespitzt, weil mit diesem Vorfall hätte niemand, der dieses Spiel nicht kennt, gerechnet. Niemand. Und das ist auch das, was mich an Metal Gear Solid so reizt. Es passieren einfach so plötzlich mal unerwartete Dinge, mit denen niemand gerechnet hätte. Ich kenne jetzt die ganzen Teile, die wir bis jetzt gespielt haben, außer dem hier. Deswegen habe ich mich von den anderen nicht mehr so überraschen lassen. Aber hier war es natürlich wieder bumm. Da hat er mir wirklich nochmal so eine Backpfeife gegeben in so manchen Storyteilen. Also, wer Metal Gear Solid wirklich nicht kennt, inzwischen, wenn ihr meine Let's Plays anguckt oder von anderen, das ist egal, oder selber spielt. Es ist ein Spiel, das sollte man auch wirklich kennen als Spieler, als Gamer. Keine Ahnung, ob du wirklich, der wo jetzt hier gerade zukommt, ob du ein normaler Spieler bist, wo ab und zu mal was macht, oder wirklich einer, wo den ganzen Tag nichts anderes tut. Ich spiele gerne, aber ich habe auch andere Hobbys. Nur, dass ihr das wisst. Aber wenn ihr wirklich spielt, es ist egal, was für eine Kategorie von Spieler ihr seid, dieses Spiel müsst ihr euch geben lassen. Es hat wirklich alles, was wirklich in ein perfektes Spiel reingehört. Sorry, es ist Metal Gear Solid ist für mich das perfekte Spiel. Emotional, storytechnisch, spielerisch, gameplaymäßig, also spielerisch, gameplaymäßig dasselbe. Und auch grafisch. Es hat wirklich alles, was man von einem Spiel haben möchte. Und es wird niemals langweilig, vor allem nicht mit diesem Typ hier, Hideo Kojima. Und ich glaube, das war's dann jetzt, nicht wahr? Oh, wir hören rein. Das ist auf jeden Fall nicht das von vorhin, also beim ersten Mal. Psst, ruhig. We will forsake our countries. We will leave our motherlands behind us and become one with this earth. We have no nation, no philosophy, no ideology. We go where we're needed, fighting not for country, not for government, but for ourselves. We need no reason to fight. We fight because we are needed. We will be the deterrent for those with no other recourse. We are soldiers without borders, our purpose defined by the era we live in. We will sometimes have to sell ourselves and services. If the times demand it, we'll be revolutionaries, criminals, terrorists. And yes, we may all be headed straight to hell. But what better place for us than this? It is our only home, our heaven, and our hell. This is utter heaven. Metal Gear Solid. Peace Walker. Tja, es war eigentlich schon klar, dass die ganze MSF-Gemeinschaft früher oder später unsere allseits bekannte Militärorganisation Auto Heaven sein wird. Jetzt haben wir es schriftlich. So, wir bekommen noch ganz viele Items, die wir auch jetzt machen, entwickeln könnten. Aber von meiner Seite aus habe ich meinen Dienst erfüllt und werde das Metal Gear Solid Peace Walker Universum fürs Erste verlassen. Es hat Spaß gemacht. Ich werde es privat wahrscheinlich noch sehr oft spielen. Aber wir sind fertig damit. Die Motherbase wird noch weiter gebaut. Und ich hoffe, wir sehen sie in Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes wieder. Das Spiel kommt 20. März raus. Freut euch schon mal drauf. Aber auf meinem Kanal kommt jetzt erstmal Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Ihr könnt euch auf sehr viel noch freuen. Es ist noch lange nicht vorbei. Also gut. Wir verabschieden uns von Metal Gear Solid Peace Walker. Sehen uns beim Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots wieder oder beim komplett anderen Projekt. Aber hier... Hier auf der Mother Base sehen wir uns am 20. März wieder in Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Also, genießt die Zeit noch.
Bis dann und tschüss.